Begonien. Überwintern. Da Begonien sehr frostempfindlich sind, sollte man sie rechtzeitig in das Winterlager bringen. Drohen die ersten Nachtfröste schon recht früh im Jahr, gräbt man die Begonien aus, auch wenn sie noch gut belaubt sind. In der Regel holt man die Pflanzen nach dem Blattfall mit einer Grabegabel aus dem Beet. Entfernen Sie vorsichtig die Erde und die oberirdischen Teile der Begonien. Wenn Sie Ihre Begonienbeete so frühzeitig räumen, können Sie die Blütenpracht sogar noch für herbstliche Deko-Ideen nutzen. Ansonsten trennen Sie die eigentlichen Begonienknollen von Erde, Blättern und Blüten. Diese Pflanzenteile bringen Sie in die Biotonne oder noch besser auf Ihren Komposthaufen bzw. in eine Komposttonne. So entsteht der wichtige Kompost für die nächsten Gartenjahre. Überwintert werden nur die Knollen der Begonien. Um Fäulnis zu vermeiden, entfernen Sie die restliche Erde. Lagern Sie die Knollen bis zum nächsten Frühjahr trocken und frostfrei im Haus, zum Beispiel im Keller oder in der Garage. Überwintern Sie mehrere Sorten, dann denken Sie bitte an eine Beschriftung.